Hallo und herzlich willkommen zu den Neu- und Gratis-Games, dem Format, in dem wir auf die Highlights der vergangenen Woche zurückblicken, uns gemeinsam auf die Releases der kommenden Woche freuen und uns der wichtigsten Frage der Menschheit widmen. Was spielen wir am Wochenende, was bestenfalls auch noch kostenlos ist? Wir legen los mit den Highlights der Woche. Der Shooter Doom Eternal aus dem Hause id Software bekam vergangene Woche sein lange angekündigtes Next-Gen-Upgrade. Dabei wurde der Titel neben 4K-Auflösung bei 60 FPS für die Konsolen auch um Grafikfeatures wie etwa Raytracing und dynamische Auflösungsmodi erweitert. Wer mag, kann auf den Konsolen im Performance-Modus mit 120 Hertz zocken. Raytracing lässt sich optional auf Kosten einer etwas geringeren Render-Auflösung aktivieren. Auf der PS5 hat das Upgrade leider noch einen kleinen Haken. Wenn ihr bereits auf der PS4 gespielt habt, so werdet ihr euren Kampagnenfortschritt leider nicht auf die PS5-Version übertragen können. Für Fans der alten BioWare-Spiele wie etwa Dragon Age war das 2019 erschienene Greedfall schon damals ein echter Geheimtipp. Mit der Gold Edition erschien das Rollenspiel vom Entwicklerstudio Spiders letzte Woche auch für PS5 und Xbox Series. Neben grafischer Upgrades ist auch gleich ein neues Story-Add-on mit im Gepäck. The DeVesp Conspiracy heißt es und verschlägt uns in eine bisher unentdeckte Region des fiktiven Kontinents Tier 4D, wo wir es mit einer weiteren Intrige zu tun bekommen. Wer die PS4 bzw. Xbox One Version des Titels besitzt, der kann kostenlos auf die grafisch erweiterte Next-Gen-Version upgraden. In Destroy All Humans müssen wir als Außerirdischer die Erde der 50er Jahre terrorisieren und nun ja, alle Menschen zerstören. Dabei nutzen wir verrückte Waffen und Gadgets, um die maximale Zerstörung anzurichten. Nachdem das Remake des Kultklassikers bereits 2020 für PC, PS4 und Xbox erschienen war, feierte letzte Woche nun auch die Switch-Version ihr Debüt. Mit dabei sind auch alle verfügbaren Skins, die für das Spiel geschaffen wurden. So, jetzt sind wir alle warm. Weiter geht's mit der nächsten Woche, denn da kommen auch ein paar interessante Releases auf uns zu. Film ab! Dieses Video wird euch präsentiert von unserem Tuning-Tipp der Woche, Doom Eternal. Denn das Next-Gen-Update von und mit Nvidia liefert dein PC nicht einfach nur Raytracing nach, sondern vor allem DLSS. Und das ist, was diese Zahlen überhaupt erst ermöglicht. Euer PC rendert das Spiel nämlich eigentlich in einer niedrigeren Auflösung und die Deep Learning Supersampling-Technologie von Nvidia macht daraus dann scharfe Bilder, die aussehen wie 4K. Aber eben ohne FPS einbüßen zu müssen. Wählt dazu in den Einstellungen einfach den DLSS-Modus, der am besten zu euren Bedürfnissen passt und los geht's. Ubisofts Open-World-Spiel Watch Dogs Legion bekommt mit Bloodline am 6. Juli eine neue Erweiterung. In dieser kehren die bekannten Charaktere Aiden Pierce aus Teil 1 und Wrench aus Teil 2 zurück. Beide wollen wertvolle Technologie in ihren Besitz bringen und geraten im Verlauf der Story mehrmals aneinander. Der DLC spielt übrigens vor den Ereignissen des Hauptspiels und wird uns beide Charaktere spielen lassen. Besitzer des Season Pass bekommen nicht nur die Bloodline-Story, sondern können Aiden und Wrench auch in ihr Agententeam für die Hauptkampagne übernehmen. Das MMORPG Crowfall ist schon eine ganze Weile in der Mache. Die Kickstarter-Kampagne aus dem Jahre 2015 brachte ganze 1,7 Millionen US-Dollar zusammen. Nun ist Crowfall endlich fertig und soll am 6. Juli erscheinen. Statt einer Spielwelt gibt es in Crowfall gleich mehrere, die einen Lebenszyklus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter durchlaufen und schließlich vom Hunger verzehrt werden. Dauerhaft ist nur das Eternal Kingdom, wo man als Spieler auch sesshaft werden kann. Während der einmonatigen bis einjährigen Kampagnen sammeln wir in den Welten Ressourcen, bauen Festungen, craften, was das Zeug hält und kämpfen um die Vorherrschaft, bis die Welt untergeht und der Kreislauf wieder von neuem beginnt. The Silver Case 2425 erscheint kommende Woche für die Switch und vereint die beiden Visual Novel Krimi-Geschichten des ersten Teils, der Ende der 90er für die PlayStation erschien, und der Fortsetzung aus dem Jahre 2005 zu einem Spiel. Beide Geschichten wurden von der japanischen Entwicklerlegende Suda51 erfunden. Das bereits seit 2019 für die PlayStation 4 erhältliche Wise 9 Monstrum Nox erscheint am 6. Juli auch für PC und Switch. Inhaltlich bleiben die neuen Versionen baugleich, unsere Spielfigur wird mit einem Fluch belegt, dank dem wir im Kampf besondere Fähigkeiten einsetzen können.
Das Metroidvania und Souls-like Ender Lilies Quietest of the Nights ist schon seit einiger Zeit für alle möglichen Plattformen erschienen. Anfang Juli sind jetzt auch die PlayStation 4 und 5 dran. Das Action-Adventure A Plague Tale: Innocence kommt am 6. Juli für die PS5, Xbox Series und Nintendo Switch. Das spannende Mittelalter-Abenteuer um die beiden Geschwister Amicia und Hugo lässt sich auf den Next-Gen-Konsolen jetzt auch in 4K und 60 FPS erleben. Auf der Switch kann das Spiel nur als Cloud-Version gestreamt werden, da die vielen Ratten die Konsole laut Entwickler sonst überfordern würden. Wir dürfen in Zukunft auch in VR snipern, denn mit Sniper Elite VR bekommt die altehrwürdige Spielereihe einen neuen Ableger spendiert, der speziell für VR-Geräte entwickelt wurde. Hier dezimieren wir als italienischer Partisan im Zweiten Weltkrieg die Reihen der Wehrmacht. Mit X-Ray Killcam bekommen wir weiterhin detailreich unsere Kills gezeigt. Dank weitläufigen Arealen sollen auch Schleichfans auf ihre Kosten kommen, ansonsten hält sich das Gameplay aber sehr nah an der bekannten Tradition. Als kleiner Geheimtipp für Adventure- und Logikfreunde erscheint nächste Woche Nemesis Mysterious Journey 3. Hier verlieren sich die beiden Besucher Bogart und Amir auf einem einst umkämpften Planeten, der nun zu einer Touristenattraktion umfunktioniert wurde. Und wir Spieler müssen verschiedenste Rätsel lösen, um die beiden wieder zusammenzuführen. Einen Reiseführer gibt es auch, jedoch droht dieser, den Verstand zu verlieren. Das kreative Actionspiel Boomerang X vom Publisher Devolver Digital erscheint am 8.7. für PC und Switch. Hier bewegen wir uns boomerangwerfend und in Zeitlupe durch eine farbenfrohe Welt und werden, wie es aussieht, dabei richtig gefordert. Neben den aggressiven Gegnern müssen wir uns auch bei zahlreichen Sprungpassagen beweisen. In Black Skylands gibt es Luftschiffe, eine Open World mit Geheimnissen, Crafting, 2D-Grafik und ein paar Rollenspielelemente. Das interessante Gesamtpaket soll am 9. Juli im Early Access erscheinen. Im Spiel rüsten wir unsere fliegende Basis von einem Minischiff zu einer großen Flugfregatte auf und kämpfen sowohl zu Land als auch hinterm Steuer unseres Gefährts um Territorien. Der Western-Release des asiatischen MMORPGs Swords of Legends Online steht an. In China gibt es den Titel bereits seit 2019, am 9. Juli kommt er auch auf den westlichen Markt. In der Geschichte von Swords of Legends geht es um ein verfluchtes Schwert und das Spiel orientiert sich viel an chinesischer Mythologie. Neben Quests, PvE, Dungeons und Raids, PvP und Housing ist es vor allem das direkte und sehr actionlastige Kampfsystem, das Swords of Legends hervorstechen lässt. Der zweite Teil der Spin-off-Reihe von Monster Hunter, genannt Stories 2 Wings of Ruin, erscheint am 9. Juli für PC und Switch. In Wings of Ruin steht im Vergleich zur Hauptreihe nicht der Item-Grind, sondern eher eine spannend erzählte Geschichte mit rundenbasierten Kämpfen im Vordergrund. Wir kämpfen dabei auch nicht nur gegen die farbenfrohen Monster, sondern können mit einigen auch zusammen ins Gefecht ziehen. Es ist wieder Monatsanfang, das heißt, ich habe für euch jetzt nicht nur kostenlose Spiele, sondern auch die Spiele, die es ab jetzt als Teil eines kostenpflichtigen Abos gibt. The Spectrum Retreat gibt's im Epic Store geschenkt, ein mysteriöses Rätselspiel, das auf eine innovative Art des Storytellings setzt. Wir steuern einen gesichtslosen Charakter in der Ego-Perspektive, der sich im futuristischen Hotel The Penrose befindet. Wer wir sind, warum wir scheinbar schon ewig in diesem Hotel sind und warum dieser Ort uns zu mögen scheint, das sind Fragen, die es im weiteren Spielverlauf aufzulösen gilt. Nachdem es bereits im Juni die erste Staffel der Batman-Telltale-Serie gab, bekommen Amazon Prime-Kunden im Juli direkt die zweite Staffel kostenlos nachgereicht. Hier bekommt es der Fledermaus-Superheld unter anderem mit dem Riddler zu tun. Das besondere Merkmal der Telltale-Umsetzung ist die oft sehr andere Interpretation bekannter DC-Helden und Schurken. So hat beispielsweise auch der Joker einen sehr anderen Charakter als gewohnt. Wie in Telltale-Spielen üblich treffen wir Entscheidungen und beeinflussen so den Verlauf der Geschichte und NPCs merken sich genau, wie wir in Gesprächen mit ihnen interagiert haben. Wer die Batman-Geschichte bisher verpasst hat, bekommt bis zum 2. August alle 5 Episoden eines der letzten Telltale-Spiele geschenkt.
The Secret of Monkey Island ist eines dieser Spiele, das wirklich jeder einmal erlebt haben sollte, der auch nur einen Funken Begeisterung fürs Medium Videospiele übrig hat. Als Guybrush Threepwood landen wir mir nichts, dir nichts auf Mealy Island und wollen Pirat werden. Das war's. Klingt nach wenig, ist aber der Startschuss für eines der lustigsten Point-and-Click-Adventures aller Zeiten, das selbst heute noch in anderen Titeln zitiert, aufgegriffen und verehrt wird. Wenn ihr es einmal erlebt habt, wisst ihr auch warum. Dank Prime Gaming geht das ebenfalls bis zum 2. August ohne Probleme, bis dahin erhaltet ihr die Special Edition umsonst. Nutzt aber unbedingt die originale Grafikansicht, sagt zumindest Kollege Jonas Gößling. Vertraut uns. Stellt euch vor, die Welt geht nicht nur einmal, sondern zweimal unter. Genau das passiert nämlich in Red, einem 3D-Roguelike in einer post-postapokalyptischen Welt. Und wer eignet sich besser, um dieses Schlamassel zu lösen? Etwa ein top ausgebildeter Supersoldat? Schwachsinn, natürlich ein Teenager. Also auf geht's in die immer giftiger und gefährlicher werdende Welt auf der Suche nach einem Heilmittel. Automa-Chef ist ein Puzzle- und Ressourcenverwaltungsspiel, bei dem wir Küchen designen und Maschinen programmieren. Wolltet ihr schon immer einmal eine auf Effizienz getrimmte Küche von morgen entwerfen? Dann ist das hier eure Chance. Fast jeder kennt die Geschichte von Dr. Frankenstein und seinem Monster oder hat wenigstens mal den Namen gehört. Meistens begegnen wir den Figuren als Gegner, dieses Mal aber schlüpfen wir in die Rolle der Kreatur. Eine neue Seele in einem künstlich geschaffenen Körper. Die Entwicklung des Spiels wurde übrigens vom Kultursender Arte unterstützt. Wer Lust auf ein spannendes, kurzweiliges Rätselabenteuer hat, sollte sich Tales of the Neon Sea nicht entgehen lassen. Auch dieses Spiel spielt in einer nicht allzu erstrebenswerten Zukunft. Als ehemaliger Polizist, jetzt Privatdetektiv mit Alkoholproblem, müssen wir das Rätsel um eine verschwundene Person lösen. Doch bei den Nachforschungen stolpern wir über einen viel größeren Fall um einen lange gesuchten mörderischen Dämonen. Portal Dogs ist ein verrückter Plattformer, in dem wir gleichzeitig ein ganzes Rudel Hunde steuern, das seinem König folgen muss. Sobald wir als König einen unserer Untergebenen wecken, folgt dieser haargenau unseren Bewegungen, was die Sprungpassagen zu einer besonderen Herausforderung macht. Falls ihr übrigens kein Prime-Abo habt, so sind alle Prime-Spiele aktuell auch auf Steam um 75% reduziert. Für Xbox Gold-Abonnenten gibt es in diesem Monat 4 Spiele gratis, 2 davon ab sofort. Eins davon ist Planet Alpha, in dem wir auf einem seltsamen Planeten voller Mysterien und Gefahren überleben müssen. Während wir von hartnäckigen Gegnern verfolgt werden, nutzen wir die Kräfte von Tag und Nacht, um in der Alien-Welt zu bestehen. Das wohl berühmteste Gaming-Eichhörnchen Conker kehrt in Live and Reloaded zurück, ist wie immer schlecht drauf und zieht durch eine Welt voller verrückter Charaktere, anrüchiger Mehrdeutigkeiten und Filmparodien. Dank der Backwards-Kompatibilität könnt ihr das ursprünglich im Jahre 2005 für die Original-Xbox erschienene Spiel jetzt nochmal oder zum ersten Mal spielen. So, das war's. Dann bleibt mir nichts mehr, als euch noch ein fantastisches Wochenende zu wünschen. Die liebe AK freut sich auch schon, denn sie wird das frisch im Game Pass erhältliche Slime Rancher zocken. Mal wieder ein richtiges AK-Spiel. Captain Michi Obermeier ist nach wie vor hoffnungslos in den Sea of Thieves verloren und macht den neuen Plunder Pass voll, falls nicht schon geschehen. Und ich werde mich am Sonntag an das fantastisch schreckliche Gabriel Knight 2 wagen mit echten Schauspielern und deutsch-bayerischer Synchro. Habt ein tolles Wochenende und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules. Oh, das habe ich mit drauf. Alex. Schneidet das bestimmt wieder irgendwo rein, wie ich ihn kenne, ey.